Ob in der Apotheke, im Supermarkt oder übers Internet. Mittlerweile kann man sich alle möglichen Schnelltests über viele verschiedene Wege besorgen. Doch nicht jeder erkennt eine Infektion gleich zuverlässig. Ich bin Theresa und heute zeige ich euch, wie ihr in wenigen Sekunden herausfinden könnt, ob ihr eurem Schnelltestergebnis trauen könnt. Hallo und herzlich willkommen auf BildnerTV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Schnelltests sind ein wichtiges Mittel, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber nicht alle Schnelltests funktionieren gleich gut. Bei manchen kann man schon mal nicht so eindeutige oder sogar falsche Ergebnisse bekommen. Wie finde ich also heraus, welche Schnelltests sich wirklich lohnen? Heute zeige ich euch eine praktische Anwendung, mit der das geht. Wenn ihr außerdem noch mehr über andere Anwendungen herausfinden wollt, dann schaut doch auf unserer Playlist mit praktischen Smartphone und Apps vorbei. Das Paul-Ehrlich-Institut hat vor kurzem alle verfügbaren Tests getestet und seine Ergebnisse in einem PDF veröffentlicht. Jetzt hat natürlich niemand unbedingt Lust, in so einem langen Dokument rumzublättern. Ehrenamtliche IT-Fachleute haben es uns freundlicherweise einfacher gemacht, indem sie eine Web-App gebaut haben, in der man die wichtigen Infos zu den Tests schnell und einfach herausfinden kann. So geht's! Ruft auf eurem Handy oder eurem PC die Webseite schnelltesttest.de auf. Mit eurem Smartphone könnt ihr den Barcode eures Tests mit der Kamera scannen, dazu müsst ihr einfach auf Code scannen klicken. Die Seite braucht dann eure Erlaubnis, auf die Handykamera zuzugreifen. Und dann kann's auch schon losgehen. Ihr öffnet einfach die Kamera und richtet sie auf den Strichcode auf der Packung des Tests. Dabei ist es sogar komplett egal, ob ihr den Code richtig in die Kamera haltet, ob richtig herum oder auf den Kopf. Der Test wird es relativ schnell erkennen. Und die App weiß dann auch sehr schnell, um welchen Test es sich handelt. Und dann bekommt ihr auch schon das Ergebnis. Ihr seht, dass der Test hier zum Beispiel Infizierte mit sehr hoher Viruslast zu 100% erkennt. Wenn ihr die Webseite auf eurem PC aufgerufen habt oder generell aus irgendeinem Grund keine Kamera zum Scannen habt, dann ist es einfacher, mehr über euren Test mit der Option Test durchsuchen herauszufinden. Da könnt ihr dann entweder den Hersteller, den Namen des Tests oder die Nummer unter dem Strichcode, die sogenannte EAN, eingeben. Für diesen Schnelltest hier gebe ich einfach mal diese EAN ein. Der richtige Test wird mir dann vorgeschlagen und mit einem Klick auf Überprüfen kann ich dann auch hier herausfinden, wie effektiv der ist. Beim nächsten Trip in den Supermarkt lohnt es sich also, mal schnell mit dem Schnelltest-Test einen Schnelltest zu testen. Übrigens, auf unserem Online-Shop findet ihr jede Menge Bücher zu den verschiedensten digitalen Themen, darunter Smartphones, Computer und Office. Wer außerdem unter einem unserer Videos einen Kommentar da lässt, nimmt automatisch und kostenlos an der Verlosung eines Buchs aus dem Bildner Verlag teil. Wenn euch dieses kleine Tutorial gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Like, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video hier auf BildnerTV wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao!